99,9% der Dissipationsspanne wird von allen verwesen, Tag verschlafen, Tag verträumt und als verunwirklichte Wirklichkeit wird gar nicht mehr bemerkt, dass sie eine wirksame Wirklichkeit ist, sondern man gibt sich deren wohlwollendem Schutz anheim im langsamen Dahintröpfeln des Vergessenen. In dem 0,1% der Begegnungen mit dem Realen, in dem tatsächlich das Wirkliche als Wirksames auftaucht und sich dann mit dieser Chimäre der Leibzeitlichkeit des Tödlichen notwendigerweise verbindet, stellt sich dieses Theater, Schauspiel, Inszenierung, wie gerade berichtet, heraus, auch nur wieder flottieren zu machen durch diesen Angst, Panik, Schreck, Horror, Terror, Grenzlimit, Horizont, schnell nochmal dasjenige zu vollziehen, worauf alles N geführt ist und wo dieses Aufklaffen des Theater-Tragödienspiels erst in Szene gesetzt wird, um dann mit dem wirklichen Realen, dem rekombinatorischen, gegebenenfalls eine Begegnung zu erfahren, in dem das Seim und Serm der Spiritus Spermaticus abgeschlagen wird und daraus gegebenenfalls tatsächliche neuere kombinatorische Folgeprodukte entstehen. Und nur dies ist Ziel und Zweck der gesamten Inszenierung des Todestraumschlafs auf der einen Seite, der aufgehetzten, ekstatisch hochgespannten Ekstase-Momente auf der anderen Seite, um eben die Schleife sich schließen zu lassen in Begegnung des unter der Oberfläche taktenden und tickenden Rekombinatorischen. Und dies ist dann die Erkenntnis, dass...